nicht mehr nahtlos über, weil ich habe das Gefühl, dass du bist einfach in einer viel zu komfortablen Situation, hier dir die Fragen stellen zu lassen und dann nur darauf antworten zu müssen. Da hast du dich auch eingerichtet. Und genau, es geht ja darum, dass wir einen Porträtfilm machen wollen. Und eine Variante von Porträtfilm haben wir uns gefragt, ob das nicht sein könnte, dass du auch die Möglichkeit bekommst, was mitzugestalten, weil das erzählt ja auch, also jedes Werk erzählt ja auch immer was über den Macher. Deswegen würde ich dich bitten, dir selber einfach ein paar Fragen zu stellen, dass du dann, Maria macht gleich den Platz frei, dass du hier rüberkommst und Fragen an dich stellst und dann kannst du die Position wieder wechseln zu dir rüber und die beantworten. Ja, also Dietrich, das war jetzt nicht so ganz befriedigend. Du musst doch wissen, worauf du hinaus willst. Du hinterlässt doch jetzt etwas und willst doch, dass das auch gehört wird, dass es gesehen wird und dass man damit was anfangen kann. Aber die Frage ist doch, was willst du denn, dass man mit dir anfängt? Das ist eine völlig klare Frage für mich, die ich auch klar beantworten kann. Was man mit mir anfangen kann, das ist, bin ich ja nicht als Person, das ist, sind ja auch nicht meine Worte, sondern das ist ja die Wahrnehmung von mir bei den Leuten, die hier zuhören oder die später zuhören, wenn das aufgezeichnet wird. Wie nehmen die mich wahr? Und da kann ich mich ja nun schlecht drum kümmern und sagen, ihr müsst das so wahrnehmen, ihr müsst das so wahrnehmen, ihr müsst das so wahrnehmen. Das geht doch gar nicht so. Man muss nur die Bereitschaft herstellen, dass etwas wahrgenommen werden kann. Und da kann man die Bereitschaft forciert erwecken, indem man aber eigentlich nur eine Hilfestellung gibt für Leute, die das auch hören. Also wie man immer so schön sagt, ein Film wird erst in der Projektion existent. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, ein Film wird erst in der Rezeption existent, also in der Wahrnehmung. Ich hoffe, das sind klare Worte, mit denen du was anfangen kannst. Ja, Dietrich, ich höre, wie du das jetzt wünschst, dass man dich wahrnimmt. Also du, das ist schon eine Spur Eitelkeit dabei, in, wie du dich da darstellst. Du fühlst dich da offenbar wohl und das ist ja auch sehr schön für dich, aber es geht doch hier jetzt nicht um Wellness oder so, hier jetzt Projektions-Wellness, Interview-Wellness, das kann doch nun nicht alles sein. Lass doch mal so etwas raus von dir. Ich habe das Gefühl, mit diesen vielen Gerede verdeckst du nur etwas. Okay, dann kommen wir jetzt zur Selbstanalyse, nicht? So wolltest du doch das haben. Und da müsste ich jetzt also mal darauf zurückkommen, wie das mit den Therapeuten war. Aber wollen wir wirklich diese Schiene beschreiten? Also ich weiß, dass ich jetzt mal tatsächlich mit einem Psychoheilpraktiker oder Heilpraktikerin in diesem Fall gesprochen habe. Und zwar musste das spontan geschehen bei den Proben zu einem Theaterstück, das dann später auch in Salzburg auf... Dietrich, lass die Eitelkeiten jetzt... das kam von da eben, nicht? Komm mal jetzt zur Sache. Wie ist denn dieses Gespräch verlaufen? Ja, da hatten wir aus bestimmten Gründen, hatte die Regisseurin gemeint, wir müssten also diese Erfahrung haben von, wie es ist, gecoacht zu werden, wie es ist, über seine Seelenlage, seine Empfindungen zu sprechen, und zwar wahr. Ja? Nicht gefaked, nicht irgendwas, nicht irgendwelche Creme auf dem Kopf oder wie oder auf die Seele. Nein, ich will von dir nur mal einfach eine klare Antwort haben. Warum erzählst du so eine Anekdote, die gar keinen Sinn ergibt? Ich will damit eigentlich nur sagen, man muss sich einlassen auf das, was passiert. Das ist jedenfalls meine Position, von der ich behaupte, um Gottes Willen, dass nicht alle Leute, alle Menschen diese gleiche Position einnehmen. Aber das ist nun mal meine, neben anderen vielen Möglichkeiten. Und ich will mich jetzt auch auf eine Autorität berufen. Also Lars von Trier hatte den Auftrag bekommen von dieser Wagner-Clique in Bayreuth, eine Inszenierung von irgendeiner Oper, Wagner-Oper, vorzunehmen. Und
Darauf hat er gesagt, ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen, aber ich muss wissen, wie diese Oper auf mich reagiert. Dann haben die gesagt, wie bitte? Wir wollen wissen, wie Sie reagieren dann auf die Oper. Nein, 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 ich will wissen, wie die Oper auf mich reagiert. Und dazu muss ich nach Bayreuth kommen und mich eine Nacht einschließen im Zuschauerraum und spüren, was der Raum mir sagen will. Das ist eine original wahre Geschichte, hat mir Lars selbst erzählt. Und dann am nächsten Morgen war er tatsächlich, hat die Nacht da verbracht, kam irgendeiner von den Wagnern und sagte, ja, was hat der Raum Ihnen nun gesagt, Lars von Trier? Und die Antwort von Lars von Trier war, der Raum hat mir gar nichts gesagt. Ich fahre jetzt gleich wieder zurück, was er auch getan hat. Was sagt Ihnen denn, Dietrich Kuhlbut, dieser Raum, in dem das stattfindet, das Kino in der Finkenau, was ist das Ergebnis der Stunden, die Sie hier gesessen haben? Wie weit machen Sie jetzt weiter? Also kurz gesagt, was hat Ihnen das gesagt? Wenn denn die Fragerei von dem Dietrich zu doof wird, weil er immer wieder an irgendwas ran will, was du nicht preisgeben willst oder was du eigentlich schon jetzt, wo du schon drüber gesprochen hast, dann kannst du das auch abbrechen, das Interview. Und auch obwohl du schon bezahlt wurdest vorher, kannst du das abbrechen, wenn du willst. Ja, 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 also ich glaube auch, dass ich verirre mich jetzt und habe das mal wieder abgeschoben auf jemanden, auf Lars. Vor allen Dingen ist das jetzt diese Frage jetzt zu beantworten, was mir das bis jetzt gesagt hat, hier in diesem Kreise zu sitzen, finde ich, geht dann auch zu weit. Also das traue ich mir jetzt auch nicht zu. Bloß, ich kann nur registrieren, dass dann doch noch viele da sitzen und ich selber jetzt so in Fahrt gekommen bin. Das ist für mich natürlich sehr befriedigend. Ja, das ist ja auch wunderbar. Aber ich glaube, wir lassen das mal so stehen. Nee, du kannst, wenn du willst, kannst ja noch abschließend dem fragenden Dietrich noch was mit auf den Weg geben. Also, was du da überhaupt von hältst, dass du nach solchen Sachen gefragt wirst. Also, wenn ich das so überlege, ist dieser Raum, zu diesem Raum gehört ihr ja alle, die ihr da sitzt, nicht genauso wie ich und das Lehrpersonal, oder wie sagt man, ist es so, dass das Ganze, so registriere ich es bei mir, mich also sehr gelockert hat, wo ich wahrscheinlich wieder Sätze gesagt habe, wo ich beim Nachdenken darüber dann sagen kann, ja, hättest du da vielleicht etwas vorsichtiger sagen können oder etwas weniger machen als dem Gebühreneintreiber oder GEZ jetzt, die, nicht, und so weiter. Aber das ist für mich ein Gefühl der Befreiung, hier zu sitzen und so rumzureden. Und dass ihr das nun hört, ob ihr wollt oder nicht, dann ist mir auch irgendwie egal. Aber du hast gefragt, wie es mir geht. Und mir geht es so, ich fühle mich hier so direkt bei mir und ich fühle mich auch kommunikativ.